Roman Wurz hat jetzt 15 Minuten Zeit gehabt, den Tank wieder zu füllen, und das nutzt er. Tor, 48. Minute, 2:0. Und Locarno bleibt weiter effizient, unglaublich. In 47 Minuten hier zwei Treffer, nachdem zuvor in 7 Runden deren 4 gelungen sind. Schalay. Wieder Wurz. Dann sieht das sehr gut durch, und das ist das 1:0 für Locarno in der 22. Spielminute. Mit der zweiten Möglichkeit geht hier die Mannschaft von Stefano Macoppi in Führung. 22 Spiel, das kann man noch als akzeptabel bewerten, weniger dann aber eben, was die Offensivküche zu bieten hat, was da gekocht wird. Erst 4 Tore in dieser Mannschaft. Thank you.
Thank you.